Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Wir wissen ja hoffentlich noch, dass wir im Krieg sind mit Großbritannien und Russland. Indien haben wir schon fast vollständig unter unserer Kontrolle. Leider haben dafür die anderen unsere Kolonien unter Kontrolle. Kann man nichts machen. Auf jeden Fall ist es so, ich habe jetzt in der Pause nochmal nachgeschaut. Hab dann British Punjab noch als Kriegsziel hinzugefügt, einfach weil ich diesen roten Fleck innerhalb meines Reichs nicht haben will, wenn ich sie mal erobert habe. Ich weiß nicht, ich hoffe einfach, dass der Unrest in Großbritannien ebenfalls schon recht groß ist. Ich meine, die müssten doch auch einen Haufen... müssten doch eigentlich auch einen Haufen Unruhen haben zu Hause. Mit etwas Glück bricht die Regierung in Großbritannien. Wenn das passieren würde, würden sie ihre ganzen Provinzen hier verlieren. Als Fernmitglied. Also nicht als, nicht nur als, also ich glaube, das würden, sie würden es auch als Dings verlieren, als Satellitenstaaten, glaube ich, verlieren. Die habe ich gar nicht erobert, diese Gebiete da. Die sind noch immer von Rebellen gehalten. Will ich auch, glaube ich, gar nicht angreifen. Ja, das wäre natürlich schon ganz nett, wenn das passieren würde. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich passiert. Echt keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir einfach jetzt versuchen, möglichst alle russischen Truppen hier zu besiegen und dann gehen wir langsam rein nach Russland. Weil wir haben ihn jetzt aus unseren Grenzgebieten wieder rausgehaut, haben wirklich viele Truppen von ihm jetzt schon vernichtet. Und... ist okay. Ist okay. Ist auch okay. Wir haben echt schon viele Truppen von ihnen vernichtet und langsam aber sicher sollte das schon irgendwie Früchte tragen. Ja, ist okay. Gut. So. Gut, Birjand haben wir auch jetzt unter unserer Kontrolle. Die gehen nach Maschat. Das ist nur sehr recht. Dann können wir die darauf schicken. Die sind am 8. Juli drüben und die sind am 4. und 2. Juli dort oben. Passt. Dann werden wir da noch in Maschat die letzten von seinen Truppen auf dieser Seite vernichten. Jetzt gemeinsam fahren vielleicht. Oh Gott. Versuchen wir es nochmal. Ist ja wurscht. Kann man jetzt nichts machen. Ist okay. Mist. China hat den Krieg verlassen mit Russland. Das ist sehr ärgerlich. Wäre schön gewesen, wenn sie noch etwas weiter gekämpft hätten. Ja, okay, wenn der immer die Kleinen zurücklässt, ist mir das auch recht. So können wir das natürlich auch machen. Dann ist er dort am 10. Juli. Na passt, und hinterher. Ah, da sind noch 16.000 Russen, die werden wir aber hoffentlich bald erledigt haben. Okay, meine Rebellen
meine Rebellen auseinandernehmen. Truppen sind auch soweit in der Lage, Rebellen. Ja, ich bin außerdem drauf gekommen, ich habe echt viele Schulden, bereits über 1 Million. Das heißt, ich musste da jetzt, oder über 180.000, weiß ich nicht, wie waren es? 1 Million, nein, doch nicht, 118.000. Egal, zu viel auf jeden Fall. Ich bin da noch etwas weiter zurückgegangen mit meinen. Nein, bleib in Pause. So, dann wirst du jetzt da hier gehen. Du gehst daher. Du gehst daher. Okay. Das war noch drinnen, die Belagerung von da. Okay. Soll sein. Oi, und da kommt schon wieder ein Balk von. Schon wieder so viele Truppen von ihm. Hat er echt nichts Besseres zu tun? Okay. So, na dann. Wo gehen denn die hin? Wieder weg von da. Naja, jetzt sind es nur noch 25.000. Jetzt könnten wir es eigentlich angreifen. Von den beiden aus. Vorhin waren es noch fast 40.000. Aber durch das, dass er alle zurückgelassen hat, war es natürlich ein bisschen doof. Greifen wir von drei Seiten an und machen denen da auch den Gar aus. Das ist kein Berg, sondern nur Hügelland. Deswegen kriegen sie zwar einen Vorteil, aber nicht so extrem stark. So, du bist fertig auf der Seite. Gut, dann wollen wir mal diese Rebellen erledigen. Und dann gehen wir weiter nach daher. Und kümmern wir uns um diese 7000 Südafrikaner, die da einfach so rumstehen. Ja, okay. Wir wissen's. Ein Konflikt? Wo ist ein Konflikt? Ich hoffe nicht bei mir. In Yunnan. Ah, da würde ich gerne dran teilnehmen. Aber leider. Die gehen alle nach mir. Ach Gott, bitte, da kommen schon wieder so viele Leute. Wo nimmt denn der die her? Wie kann denn der noch welche haben? Wie kann denn der noch immer Truppen haben? So. Dann gehen wir weiter runter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da rüberkommen. Wäre natürlich irgendwie nett. Huch. Ich habe Calicut vergessen. Oh. Ha. Briten, die wir erledigen können. Das ist ja nett. So, wir können Ecuador in die Sphäre hinzufügen. Schau dir was an. Versuchen wir Ägypten auch.
Ja, ich glaube, wir warten, bis die da unten fertig sind. Oder bis die da sind. Ah, nein, die gehen daher. Passt schon. Na, geh bitte. Wieso sind da so viele Truppen? Nichts Besseres zu tun, als bei mir da einzufallen. Okay, da hier. Ist okay. Nigele könnt's haben. Yes, lokale Militärregierungen klingt gut. Ah, schaut schon so aus, als könnte man darüber. So. So, wann ist denn der weg? Am 5. Okay, so schnell ist man dort oben nicht. Ist okay. So, diese Schlacht. Die Schlacht vom Balk haben wir auch gewonnen. Naja, die gehen nach Merv, ist eh klar. Das war klar, dass die nach Merv gehen. So, die sollten wir auch langsam ein wenig erholen lassen. Die einen erholen da, die anderen erholen da. Okay. Oh! Da hat uns jemand angegriffen. Gut, wir müssen da wieder zurück. Kommst du da rüber? Jo! Du gehst auch daher. Nein, du gehst so. So, diese Briten haben wir zurück ins Meer geworfen. Und ich, oh. Na, 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 wartet mal. Das sind ja... Das sind ja 14.000 Russen. Okay. So, das hätten wir. Der geht nach Merv. Wo geht der hin? Arschkabat. Okay. So, die bleiben da jetzt einmal stehen. Ausgezeichnet. Diese 24.000 Mann bewegen wir uns auch mal da irgendwo zentraler Richtung Russland. Wie schaut's aus, Russland? Wir sind jetzt bei 63%. Nicht annehmen. Hm. 74 wäre das Doppelte von 63. Mal schauen, ob sie das bei 74% annehmen.
gehen alle nach Merv. Und die gehen nach Dashowoods. Wo ist Dashowoods? Da hinten. Stopp, du bleibst hier. Gehst daher. Futurismus, auch nicht schlecht. So, wir können da den tilgen. Ah ja, was ich noch gemacht habe, ist, das ist auch der Grund, warum ich jetzt wahrscheinlich einen Überschuss habe. Ich habe meine Subsidies für die Industrie abgeschafft. Das heißt, wir zahlen an die nicht funktionierenden Industrien nichts, was nicht gut ist, weil es dadurch sicher Arbeitslose geben wird. Auch noch Candy. Okay, was soll ich tun? Haben wir halt Chital verloren. Kann man jetzt auch nichts machen, oder? Ja, sag einmal, wollt ihr mich nicht angreifen? Kommt, da stehen so viele unschuldige, vollkommen harmlose indische Truppen rum. Oh, sie haben uns angegriffen. Aber wo? Hier. Ist okay. Gut, da haben wir auch ein paar Truppen vernichtet. So, du, erste Armee. Gehst mir auch, glaube ich, eher darauf. Nein. Nein, 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 nein. Wir bleiben da alle da herum. Ja, da unten werden wir vielleicht noch angegriffen von den Briten. Oder sonst wem. Jetzt kümmern wir uns mal um das da unten. So viele Truppen. Er hält einen niedrigen Kriegsgrund gegen Großbritannien. Nein, wollen wir nicht nehmen. Wir haben genügend Kriegsgründe gegen die... gegen die Russen wäre es super gewesen. Kaschmir gehört uns. Okay. Und es kamen wieder tausende Truppen von ihm zu uns. So, du musst daher. Aber vielleicht gehst du nicht durch Herat dabei. Da schaut gerade so aus, als würde da irgendjemand suchen. Okay. Oh, okay. Irgendwie sind wir schneller mit dem Belagern als du. Was ich gut finde, weil... Das zeigt mir, dass meine Truppen die besseren sind. So, jetzt haben wir das mal belagert. Das, also, warte mal, was ist denn das für einer? Ah, nein. Geh's bitte da hier wieder. Hier, hier aber. Geht's da hier. Ja. Okay, geht's da hier. Schade.
Was? Ach Gott. Woher kommen diese 18.000 Mann? Sind die darüber geflogen? So, wo gehen die hin? Nach Bamian. Och, geh bitte. Gehst nach Kabul. So, na gut. Jetzt haben wir da aber wirklich viel zu viel schon erobert. Wir gehen da hier mal. Gehst da hier mal. Wohin gehst denn du? Nach Faisabad. Dann gehst du da her. Mal schauen, was dann passiert, wenn wir das so machen. Weil in Wirklichkeit sollte er dann eigentlich sich nicht mehr zurückziehen können. So. Unzufriedenheit in den Kolonien. Okay. Dann gehst du wohin? Eine gute Frage, ich habe ganz Indien erobert. Ärgerlich, ja. Bis daher. So, und wir haben das letzte Militärdings auch geschafft. Sollen wir das machen? Aber ja. Oder, na, wir machen die organische Chemie. Und wieder ein Haufen Russen, die wir da erledigen müssen. Wow, wir haben da 108.000 Mann erledigt, während wir ganze 7.000 verloren haben. Autsch. Das muss schon ganz schön wehtun. Nein, Westafghanistan gehört mir. Blöde Nationalisten. Bleibt's daheim. So, das heißt, wir können da wieder genau das machen, was wir vorhin auch schon gemacht haben mit diesen Truppen. Autsch. Da sind noch viele Nationalisten. Wohin gehen die? Nach Herat. Gut, hinterher. Na, wir nehmen 15 Liberale. Okay. So, wir können eine Reform machen. Was machen wir? Wir gestatten alle Gewerkschaften. Das ist gut. In Aschgabat haben wir extrem viele jetzt erledigt.
So, Freunde. Ich meine, ich weiß schon, ich kann keine Kriegsziele mehr hinzufügen, also keine Punkte mehr machen durch die Siege, aber... Du müsstest doch langsam auch an Militärmacht verlieren, du Elender. 290 Punkte noch immer durch Truppen. Das gibt's einfach nicht. Wo nimmt denn diese ganzen Truppen her? Langlebe Indien. Kandahar als Kernprovinz, das ist gut. So. Was sind denn das für welche? Bayern ist nicht mehr Großmacht, das ist schlecht. Das heißt, Deutschland will ja doch noch gegründet werden. Und schon wieder Anführer von irgendwelchen Rebellengebiete. Ah. Elend. Du hast derzeit eh nichts zu tun. Du kümmerst dich bitte um diese Rebellen und dann um Simla. Vielleicht doch daher. Schaut nicht gut aus, der Kampf da. Das scheinen stärkere Truppen zu sein. Er hat noch stärkere Truppen. Wie kann er noch stärkere Truppen haben? Es sollten doch nur noch Bauern sein. Nach Bamian. Wo ist Bamian? Da ist Balk. Da ist Pfarrer. Da ist Bamian. Mist. So, hier geht's mal nach Merv. Nein, hier geht's nicht nach Merv. Doch, hier geht's nach Merv. Und von da drüben können wir dann Malk und ähnliches angreifen. So, ihr kümmert euch einmal um diese Truppen hier und dann gehen wir weiter nach Bamian. Gut, das war jetzt nicht so eine gute Schlacht, leider. Dann geht der nach Lahore. Hier nach Lahore und die anderen versuchen sich zu erholen in der Zwischenzeit. Ist okay. Der Krieg dauert einfach zu lange. So, da haben wir wieder 8000 Mann, die wir erledigen können. Aber die kommen schneller nach, als ich sie töten kann, glaube ich. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Das ist nicht okay. Wir brauchen Angriffstypen. Wir fangen von unten an. Nein. Minus 20% Moral zwar, aber plus 2 auf Angriff immerhin. Und Moral ist bei uns eh nicht das Problem. Wir sind ja diejenigen, die gewinnen. So. Aber wir tragen uns auch ab langsam. Leider.
Und da drinnen 9. und 11. Am 14. draußen ist okay. Jetzt mehr die Parade. Ist okay. Schlacht von Gorakhpur haben wir gewonnen. Ah, okay. Das waren ja nur Rebellen. So, im Park sind auch ein paar Leute losgeworden. Wir haben noch immer erst 65%. Ach, weh. Das werden wir noch immer nicht annehmen. Wann sind die da drüben? Am 21. bis 26. Jänner. Nein, die bleiben da noch stehen. Ja. Geht's mal daher. Gewonnen. So, jetzt war ich etwas verwirrt, weil meine Armee weg war. Aber scheinbar war das nur ein. So, irgendeiner geht nach Simla, haben wir gesagt, gell? Jo. Du gehst daher. Du gehst daher. Nein, du gehst daher. Ach, du gehst daher. Lasst uns das Prestige verlieren, wir können nicht noch mehr Militanz aufreißen. Das ist unglaublich, das Volk muss schon derart irre sein in dem Land. Jetzt haben wir schon wieder 20.000 Leute von ihm erledigt. Diesmal in Bamyan. Zum 30. Jänner sind die draußen. Gehen wir dann da rein? Nö, wir sind zu schnell. Okay, die zwei werden aber trotzdem noch warten. So, was machen wir mit denen? Die gehen weiter nach Keta. Ach ja. Dann kommen die dort an am 30. Jänner und 1. Februar. Warte mal, am 30. Jänner und 1. Februar. Wenn ich dann dahin gehe, wenn ich am 31. dort bin, dann erwische ich nur einen von denen. Ausgezeichnet. Machen wir das so.
Okay, das gibt Schlimmeres. Ich könnte jetzt die zwei da, den angreifen. Ah, der ist aber stark eigentlich sogar. Was ist das für eine Schlacht? Ne? Da hat er tatsächlich noch Pioniere auch drinnen stehen. Okay, ist in Kabul offensichtlich nochmal angegriffen worden. Jo, wie oft haben diese Regionen jetzt schon Platz getauscht? Mhm. Hey, Feigling. Warte mal. In Bombay ist ja auch schon wieder einer. Wir müssen da eh schon wieder runterfahren. Wann geht der nach Jodhpur? Können wir auch. Okay, Simla gehört auch wieder uns. Mal daher. Und hier geht's weiter nach Patan. So, wohin gehen die? Nach Shapur. Hm. Du bist da ziemlich auf verlorenen Posten da herüben, gell? Vielleicht sollte ich mit dir auch etwas Sinnvolles machen. Wir bewegen uns in Wellen immer hin und her. Kommt jetzt irgendwann mal doch keine Truppe mehr nach von ihm? Ach, geht's nach Aschkabat da weiter mal, oder? Nein. Das sind 49.000 Mann und noch dazu gut ausgebildete. Da sind irgendwelche anderen Typen auch dabei. Hier geht's noch daher. Wow, hier geht's nicht daher. Hier geht's daher. So. Schau dir was an. Da kommen auch noch Briten. Könnten wir bitte einen Frieden machen? Ihr Elenden. Verbessernde Beziehungen. Ich habe gehofft, dass ich in dieser Sitzung den Frieden habe, aber das wird nichts spielen. Das wird es nicht spielen. Das wird wirklich nicht spielen. Den Panama-Kanal kriegen wir auch nicht mehr, weil Amerika es geschafft hat, sie zu beeinflussen. Naja, zu spät. Kann man auch nichts machen. Wollen wir Kolumbien eigentlich gar nicht mehr weitermachen? Hm. Können wir die nicht erreichen? Sind die so schnell? Nein. Wir sind schneller. Ausgezeichnet. Wir erreichen sie, bevor sie sich da mit den Briten zusammentun. Gut. Das heißt, du gehst da nach Karachi. Hm, gehst doch nicht nach Karachi. Die gehen da nämlich weiter. Ist gut, dass sie sich nicht absprechen untereinander.
Oh. Oh, das hat weh getan. Die gehen alle nach Korok. Aber ich kann ihnen nicht folgen, oder? Ja, die schon. Die eigentlich auch. Aber ihr seid hinüber, dreimal mal. Ja, anderen, wie viele sind denn das jetzt noch von ihm? Das sind 780 und 4000 und, ach Gott, klar machen wir. Mit etwas Glück sind wir schneller als er. Dann sind wir drüben am 5. März. Und am 7. März und erst am 8. März. Gut, dann greift er mich an. Dann ist er Toast. Okay, wir hier. Erst nach Faisalabad gehen. Ah, 2. März. Gut. Das heißt, ihr seid wieder ausgerüstet. Da ist jemand in Lahore. Das gefällt mir aber gar nicht. Was soll ich machen? Ach, die Briten gehen darüber. Schau dir was an. Das ist ja schön. Die gehen mir aus dem Weg. Mantwi, wo ist Mantwi? Daher. Und die gehen da eh raus. Und daher. Endlich. Sollen wir da diese Truppen noch vernichten? Bevor wir das annehmen. Fortfahren. Na endlich. Boah. Jetzt schaut Indien schon fast wie Indien aus. Ha, wir haben es ja doch noch geschafft. Ha. Freunde, wir können stolz auf uns sein. Wir haben den Briten eine heftige Lektion erteilt. Und wir haben uns ganz viel Land geholt. Und vor allem viele Leute. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, ausgezeichnet. So, da gehen wir auf 50% runter. Da gehen wir ein bisschen rauf. Auf 80%. Und da wieder auf 50%. Und da gehen wir ein bisschen runter auf 75% und auf 70%. Zölle gehen wir auf 5% runter. Und hier werden wir alles wieder fördern. Und wir hoffen einfach, dass sich die Wirtschaft so gut erholt in kürzester Zeit, dass wir dann bald wieder einen Krieg führen können. Es fehlen uns noch ein paar schöne Gebiete von Großbritannien und die ganzen kleinen. Bisschen ärgerlich, dass wir die noch nicht irgendwie erobern können. Ja, also Herrschaften. Das nächste Mal seht ihr, wie wir unsere Wirtschaft wieder etwas versuchen aufzubauen. Wir werden jetzt auch wieder Truppen an Haufen bauen. Durch das, dass wir jetzt irre viel Land gewonnen haben, können wir auch wieder einen Haufen Truppen bauen. Großbritannien ist keine Macht mehr in Indien, könnte man mal sagen, weil die bevölkerungsreichen Regionen haben wir ihnen jetzt alle weggenommen. Nur ganz kurz ein Blick auf diese Gebiete. Wir haben Indisch Gujarat, Kaschmir, hat viele Einwohner.
Wieso sind das wieso sind das Kolonialprovinzen? Das meinen sie hoffentlich nicht ernst. Dass das Kolonien sind. Die haben zwar alle meine Staatsprovinz-Dings, aber ich habe zu wenig Leute, die Bürokraten sind dort. Schade. Das heißt, wir werden das nächste Mal diese Gebiete alle zu indischen Gebieten machen. Ja. Das wird etwas dauern. Na gut, Herrschaften, bis dahin. Viel Spaß, schlaf gut und träumt was Schönes.